Woher kommt sie, die Aggression, die kurze Zündschnur gegenüber den Repräsentanten des Staates? Die Lage ist denkbar ernst und die Problemanalyse denkbar einfach. Die Menschen verlieren das Vertrauen in den Staat, in seine Institutionen, in Regierende und Parteien. Man glaubt nicht mehr, dass sie in der Lage sind, Probleme zu lösen. Zunehmende soziale Unterschiede, Bildungs-, Pflege-, Digitalisierungsnotstand, Energiewende, Integration, Inklusion, extremistische Herausforderungen. Wer tagtäglich erlebt, dass man den Kita-Platz schon direkt nach dem positiven Schwangerschaftstest beantragen muss, dass der Unterricht in der Schule des Kindes verlässlich ausfällt, dass der öffentliche Personennahverkehr auf Kante genäht ist, dass Straßen und Brücken nicht saniert werden, weil es in den Bauämtern an Mitarbeitern fehlt, dass Krankenhäuser und in Pflegeheimen selbst an den Tropf gehören, dass die Polizei nicht zum Einbruch in A kommt, weil sie schon beim Unfall in B ist und so weiter und so fort, meine Damen und Herren. Wer glaubt denn da bitte noch daran, dass dieser Staat irgendetwas auf die Reihe bekommt? Und dafür zahle ich Steuern, fragt sich der Kunde Bürger empört und lässt seinen Frust einfach an jenen ab, die ihm als Repräsentanten des gefühlten Staatsversagens gegenübertreten, den Kolleginnen und Kollegen. Das ist, meine Damen und Herren, sozusagen die Rache der schwarzen Null. Seit den 80er Jahren hielt der Glaube in der Politik Einzug, Privatisierung und Wettbewerb würden die Qualität bis dahin öffentlicher Dienstleistungen steigern. Das Beispiel Bahn zeigt, glaube ich, auch in der Neuzeit, dass diese Ideologie gescheitert ist. Heute, nach 3 Dekaden neoliberaler Attacken auf den Staat, wissen wir, der Qualität von Gesundheit, Sicherheit, Bildung, Infrastruktur und Kultur haben Privatisierung und Wettbewerb überhaupt nicht gut getan. Jeder Mensch in Deutschland sollte sich darauf verlassen können, dass der öffentliche Dienst überall im Land gleich gut für ihn da ist. Grundgesetzauftrag. Dem ist aber nicht mehr so. Und deswegen kann es nur angesichts der bevorstehenden Europawahl und der diesjährigen Landtagswahlen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen, den Wahlen zur Bremer Bürgerschaft und von 9 Kommunalwahlen nur eine Empfehlung geben an die Politik. Wenn Sie, meine Damen und Herren, die zunehmenden Wahlerfolge von Rechts- oder Linksradikalen verhindern wollen, dann starten Sie ein Sofortprogramm für einen starken und handlungsfähigen öffentlichen Dienst. Nach mehr als 10 Jahren können wir heute sagen, vieles ist bunter geworden, aber wahrlich nicht alles besser. Wettbewerbsföderalismus, das damalige Schlagwort, hätte zunächst einmal faire Ausgangsbedingungen vorausgesetzt. Sieht man die Situation der Länder, dann war das damals nicht der Fall und ist es weitgehend bis heute auch nicht. Einkommensunterschiede von bis zu 20% bei vergleichbaren Aufgaben und Ämtern sind ein Tatbestand, den man kaum als Erfolg bewerten kann. Dass dieses Rad kurzfristig zurückgedreht werden wird, halten auch wir im Moment nicht für realistisch. Schon deshalb nicht, weil einige, wenn auch wenige Bundesländer, für ihre Beschäftigten durchaus vorzeigbare Ergebnisse zustande gebracht haben, allen voran der Freistaat Bayern. Notwendig ist jedoch die Einsicht, meine Damen und Herren, diese Auseinanderentwicklung nicht weiterlaufen zu lassen, sondern einzuhegen. Der Weg zu attraktiven bundeseinheitlichen Rahmen und vor allem bundesgrundeinheitlichen Besoldungsbedingungen muss beschritten werden. Wenn wir inzwischen beinahe die Regel immer wieder Gerichte bemühen müssen, um eine verfassungsgemäße Besoldung zu erreichen, sind das denkbar negative Signale an hochmotivierte und leistungsbereite Menschen und an jene, die vielleicht überlegen, diesem Dienst für die Menschen beizutreten. Hier überträgt der Gesetzgeber schlicht und einfach seine Kompetenz auf die Gerichte und somit einerseits die Verantwortung für notwendige Besoldungserhöhungen abzugeben und andererseits bis zur Gerichtsentscheidung, auch das gehört dazu, nicht unerhebliche Einsparungen auf dem Rücken der Beschäftigten zu generieren. Wer seine Beschäftigten so behandelt, handelt fahrlässig, unanständig und landet in jedem Arbeitgeberranking auf den hinteren Plätzen. Deutschland war in den letzten 3,5 Jahren in besonderer Weise gefordert. Es kamen über 1,2 Millionen Flüchtlinge, Asylbewerber aus unterschiedlichen Ländern nach Deutschland. Ich möchte auf die Hintergründe, auch auf die Kausalität nicht näher eingehen. Aber eines ist mir wichtig.
diese aus meiner Sicht wirklich professionelle, vorbildliche und hervorragendes Meistern dieser Krise haben wir insbesondere auch dem öffentlichen Dienst zu verdanken. Natürlich haben sich Hunderttausende von Bundesbürgern ehrenamtlich engagiert und tun dies weiterhin. Aber dass wir im Grunde genommen die Situation in besonderer Weise hervorragend in den Griff bekommen haben, das haben wir all den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Polizeidienststellen, beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, in den Ausländerbehörden, in den Sozialbehörden, in den Jugendämtern, aber auch insbesondere in den Schulen, in den Kitas zu verdanken, die sich in besonderer Weise auch engagiert, professionell und erfahren den Neuankömmlingen angenommen haben. Und deshalb glaube ich, dass insbesondere der öffentliche Dienst in besonderer Weise stolz auf sich sein kann, wie wir insgesamt mit dieser durchaus anspruchsvollen Herausforderung in den letzten 3,5 Jahren umgegangen sind. Das war wirklich ein hervorragendes Meisterstück des öffentlichen Dienstes. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn ich nun in den Geschäftsbereich des Bundesinnenministeriums blicke, stellen sich uns natürlich derzeit große Herausforderungen. Ich habe die Situation im Bereich der Kriminalitätsentwicklung bereits erwähnt, möchte aber auch darauf hinweisen, dass ich wirklich froh darum bin, dass wir trotz der vielleicht etwas anders sich darstellenden öffentlichen Wahrnehmung in den letzten Jahren einen deutlichen Rückgang der Kriminalitätsrate in Deutschland zu verzeichnen hatten. Die polizeiliche Kriminalstatistik des Jahres 2017 weist die geringste Kriminalität aus seit dem Jahr 1992. Im Jahr 2017 war nur noch, in Anführungszeichen, jeder siebte von 100 Bundesbürgern nur 7 Opfer einer Straftat. Das ist die geringste Zahl, wie erwähnt, seit 1992. Ich glaube, diese Entwicklung kann sich wirklich sehen lassen. Und die haben wir natürlich auch, insbesondere unseren engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Polizeien des Bundes und der Länder zu verdanken. Aber, um dies auch klar zu sagen, die Herausforderung ist nach wie vor groß. Und deshalb gilt es insbesondere in diesem Bereich natürlich auch, neue Stellen zu schaffen. Und ich bin froh, bin auch dem Bundesgesetzgeber dankbar, dem Haushaltsgesetzgeber dankbar, dass allein in der letzten und in der laufenden Legislaturperiode insgesamt 12.600 zusätzliche Stellen bei der Bundespolizei geschaffen werden konnten. Das ist eine Erhöhung der Anzahl der Polizeivollzugskräfte in der Bundespolizei um über 30%. Ich glaube, das ist wirklich eine Entwicklung, die sich sehen lassen kann. Und im Koalitionsvertrag ist festgeschrieben, dass auch in der laufenden Legislaturperiode allein 7.500 zusätzliche Stellen bei den Bundessicherheitsbehörden geschaffen werden, teilweise schon jetzt auch in den Haushalten 2018, 2019 geschaffen wurden und dann auch in den beiden folgenden Haushalten auch geschaffen werden. Ich bin der festen Überzeugung, meine sehr verehrten Damen und Herren, der Bund geht hier wirklich vorbildlich als Beispiel voran. Da könnten sich mit Verlaub auch manche Länder eine Scheibe abschneiden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Bereich der Migrationspolitik ist natürlich nach wie vor einer der prioritären Bereiche, auch in unserem Geschäftsbereich des Bundesinnenministeriums. Ich möchte auch darauf hinweisen, Migrationspolitik ist nicht alles und ist nicht das alleinige Thema, aber es ist ein Thema und ein prioritäres Thema von vielen wichtigen Themen. Und hier ist es insbesondere auch weiterhin das Anliegen des Bundesinnenministers, den Dreiklang Humanität, Ordnung und Steuerung weiter auch voranzutreiben. Ich bin froh, dass es gelungen ist, bereits in den ersten Monaten der laufenden Legislaturperiode 9 sogenannte Ankereinrichtungen zu schaffen in 3 Bundesländern, in Bayern, in Sachsen und im Saarland. Diese 9 Ankereinrichtungen funktionieren gut, weil sie zum Ziel haben, und ich glaube, das ist auch wieder etwas, was gerade Sie als Repräsentanten des öffentlichen Dienstes gut nachvollziehen können, dass alle betroffenen Behörden, alle Behörden, die mit dem Asylbewerber zu tun haben, seien es Behörden der Kommunen, der Länder oder des Bundes, an einem physischen Ort zusammenarbeiten, damit auch Reibungsverluste reduziert werden. Und diese Ankereinrichtungen haben sich aus meiner Sicht wirklich in den ersten Monaten in besonderer Weise bewährt. Darüber hinaus ist es uns auch allen Unkenrufen zum Trotz sehr schnell in der Großen Koalition gelungen, die Neuregelung des Familiennachzugs zu eingeschränkt schutzbedürftigen Personen ins Werk zu setzen. Und auch diese Regelung, ist mein persönlicher Eindruck, hat sich in den ersten Monaten bewährt. Wir haben auch sehr schnell gehandelt, indem wir den Koalitionsvertrag umgesetzt haben, was die
Festlegung und Festschreibung von den drei Maghreb-Ländern Tunesien, Algerien, Marokko, aber auch des Landes Georgien als sichere Herkunftsstaaten anbelangt. Der Deutsche Bundestag hat dieses Gesetz auch mittlerweile verabschiedet. Jetzt ist der Bundesrat am Zug. Also auch wenn vielleicht auch aufgrund anderer Ereignisse der Eindruck in den letzten Monaten entstanden sein möge, dass im Bereich der Migrationspolitik nichts vorangeht, dann ist, meine sehr verehrten Damen und Herren, genau das Gegenteil der Fall. Bundesinnenminister Horst Seehofer legt auf dieses Thema nach wie vor großen Wert. Es geht einerseits darum, dem Gedanken der Humanität Rechnung zu tragen. Deswegen haben wir auch noch vor der Weihnachtspause in das Bundeskabinett das Gesetz zur Neuregelung der Fachkräftezuwanderung gebracht. Dieses Gesetz sieht zum Beispiel auch in Zukunft erleichterte Möglichkeiten vor für Personen, die gutwillig sind, die zwar kein dauerhaftes Bleiberecht haben, aber bereit sind, sich in die deutsche Gesellschaft zu integrieren, zu arbeiten, Deutsch zu lernen, nicht straffällig geworden sind, sich auch ein Bleiberecht zu erarbeiten. Wir werden hier gerade auch in humanitärer Hinsicht für die Personen, die bereits in Arbeit sind, auch erleichterte Möglichkeiten schaffen, in Deutschland verbleiben zu können und auch in Deutschland weiter arbeiten zu können. Das ist die eine Seite der Medaille, meine sehr verehrten Damen und Herren, aber es gehört natürlich dann auf der anderen Seite der Medaille auch dazu, dass der Rechtsstaat konsequent ist und auch klar ist, wenn es darum geht, ausreisepflichtige Personen, insbesondere die, die nicht gutwillig sind, die nicht mitwirken an ihrer Identitätsfeststellung, die ihre Identität nicht preisgeben, diese dann auch konsequent außer Landes zu bringen. Beides sind zwei Seiten einer Medaille. Auf der einen Seite die Humanität, erleichterte Möglichkeiten für Drittstaatsangehörige einerseits im Rahmen der Fachkräftezuwanderung nach Deutschland zu kommen und auch für sich schon in Deutschland befindliche Personen, die gutwillig sind, auch in Deutschland ein Bleiberecht zu erarbeiten und auf der anderen Seite aber auch klare Konsequenz, wenn es darum geht, Personen, insbesondere auch diejenigen, die sich strafbar gemacht haben, dann auch konsequent außer Landes zu bringen.